am liebsten draußen unterwegs. Neue Wege beschreiten. Da sind sich Jagdhund Leo und sein Herrchen, der Fotograf Miguel Vallinas, gar nicht so unähnlich. Wie viel Tier steckt im Menschen und wie viel Mensch im Tier? Eine Frage, die sich viele Hundebesitzer stellen. Miguel Vallinas widmet ihr eine ganze Fotoserie. Sein erstes Modell? Natürlich Leo. Ich sehe ihn als seriösen Herrn. Deshalb entschied ich mich dazu, das Foto in möglichst dunklen Farben zu gestalten, damit man seine Gesichtszüge gut erkennen kann und der Blick des Betrachters gleich auf seine Augen gelenkt wird. Ich habe mir vorgestellt, dass ich ein Maler wäre und Señor Leo über einen längeren Zeitraum hinweg für mich Modell stehen würde. Zweite Haut. Segundas Pieles heißt die Serie über die Wesensverwandtschaft von Mensch und Tier und über die Signale, die von Kleidung und Gestik ausgehen. Der Fotograf hat dafür Leute in seiner Heimatstadt Medina del Campo im Norden Spaniens genau beobachtet, denn seine Tiere sollten so menschlich wie möglich wirken. Das Fell des Hasen habe ich bei dem Porträt noch einmal durch eine Stola aus Hasenfell verstärkt, wie sie eine elegante Dame tragen könnte. Das Reh ist, ich würde nicht sagen kindlich, aber doch zarter und erinnert an ein kleines Mädchen mit seinem Täschchen. 43 Porträts umfasst die Serie. Ein halbes Jahr hat er daran gearbeitet. In meiner Arbeit möchte ich am liebsten alles kontrollieren, soweit das eben möglich ist. Das ist sehr wichtig für mich. Die Beleuchtung, die Gestik, die Inszenierung, die Kleidung und die Farbgebung. Ich möchte meine Idee gern genau so realisieren, wie ich sie mir vorgestellt habe. Die endgültigen Porträts entstehen deshalb erst am Computer. Für die Körper hat er Freunde oder sich selbst fotografiert. Die Köpfe sind meist Fotos von ausgestopften Tieren. Wie ein Maler mit Pinsel und Farben gestaltet er seine Bilder am Computer. Eigentlich bin ich ein frustrierter Maler. Ich male gern, aber ich hatte nie die Geduld zu warten, bis ein Bild endlich fertig war. Deshalb habe ich fälschlicherweise, muss ich sagen, die Fotografie als mein Medium gewählt. Ich dachte nämlich, es gehe nur darum, auf den Auslöser zu drücken und schon habe man ein Resultat. Später habe ich dann erkannt, dass auch die Fotografie viel Vorbereitung verlangt und dass sie nicht so spontan ist, wie man vielleicht denkt. Seine Experimentierfreude lebt er auch an sich selbst aus. In dieser Fotoserie etwa stellt er sich in ganz unterschiedlichen Berufen dar und fragt sich, wie er sich fühlen würde, wenn sein Leben anders verlaufen wäre. Und kommt zu dem Schluss, dass er es in seinem Job als Werbefotograf gut getroffen hat. Wenn er sich von der Arbeit erholen muss, dann fotografiert er eben Landschaften. Silencio Blanco, das weiße Schweigen, heißt eine Reihe, die zurzeit in vielen Schaufenstern in seinem Wohnort Medina del Campo zu sehen ist. Ich liebe die Abwechslung. Wenn ich eine Serie beendet habe, die sehr anstrengend war, dann gehe ich raus in die Natur und fotografiere. Ich genieße die menschenleere Landschaft und freue mich, wenn ich ganz allein bin mit meiner Kamera und der Natur. Das genieße ich sehr. Es sind diese Momente, in denen er innehält und seiner Fantasie freien Lauf lässt. Und in denen er beispielsweise Welten erschafft, die einfach tierisch gut sind.